Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Sid Meier's Pirates. Bei diesen wunderschönen drei Riffen hier. Und wir wollen selbstverständlich auch noch unseren Großvater finden. Und wir haben das Blatt jetzt doch nochmal zum Guten wenden können. Ja, und dann muckt auch schon die Crew. So habe ich mir das vorgestellt. Aber in der letzten Folge haben wir es ja geschafft, den Schurken zu bestrafen, einen Schatz zu bergen. Und als nächstes werden wir bei den Franzosen den höchsten Rang erreichen. Aber erstmal hat unser Großvater jetzt Priorität. Ich habe drei Piratenschiffe versenkt, ein englisches Schiff. Das sollte bei den Franzosen eigentlich jetzt reichen. Dass die sich so weit erweichen lassen und mich befördern. Zum Herzog endlich, wie sich das gehört. Und als nächstes kämpfen wir dann für die Spanier. Immer noch kein Linienschiff gesehen, fällt mir so auf. Aber ich nehme einfach mal an, das liegt daran, dass wir in der falschen Zeit spielen. Ich glaube, kommen erst später. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Das sind einfach nur Mutmaßungen. Aber es wird so schön, das wieder alles zurückzusegeln, ne? Hab den Marquess besiegt. Jetzt kannst du mir auch die gesamte Karte geben einfach und nicht immer nur ein Fetzen. Eigentlich habe ich, glaube ich, schon genug Folgen aufgenommen heute, aber... ein Schatzschiff. Da kann man natürlich nicht widerstehen, solange man für die Franzosen arbeitet. Gefühl, der wird sich einen Arm anfackeln. Ah, diese Konter, ne? Boah. Okay, wir können nicht alles mitnehmen, wenn wir das Schiff versenken. Wohl doch, können wir, ganz ehrlich. Schatzschiff. Ui. So. Jetzt kommen die Piraten hier raus. Oh, ich kotz. Wo soll der eigentlich sein? In Campech? Der ist nicht in Campech. Der ist schon wieder weggesegelt, ne? Nehmen Campech jetzt für die Franzosen ein. Und du hältst jetzt mal die Klappe. Mir reicht zu langsam mit euch scheiß Piratenjägern, wirklich. Und jetzt haut er ab. War ja klar, komm, dann lass ihn schnell abhauen. Piratenjäger, ne? Ja, wir machen euch fertig. Ha, bumm. Oh nein, wir hauen ab. Ja, die Stadt nehmen wir uns noch. Die Stadt gehört so gut wie uns. Hoffe ich doch mal. Bin ganz gut hier. Eigentlich ist ziemlich scheiße hier. Ich dachte nur, wir könnten unsere Kanäre hier so in Position bringen, aber sie sind ziemlich nah dran. Aber was will man machen, ne? Und ihr da auch, komm. Ein bisschen mehr Bukaniere wären toll gewesen. Können doch bestimmt schon schießen von da, wo sie sind. Bestimmt können die von da schon schießen. Boah, wir kommen halt nicht mal nah genug ran jetzt erstmal. Wie suboptimal.
Naja, ein bisschen Crew dezimieren würde uns auch nicht schaden, glaube ich. Unsere Offiziere werden uns brutalst dezimiert. Lustig übrigens, woher das Wort dezimieren kommt. Es war eine Maßnahme, um die Moral in der römischen Armee zu stärken. Wenn die Armee verkackt hat ein Gefecht, dann wurde dezimiert von Decem, also 10. Jeder Zehnte musste vortreten und wurde exekutiert. Kommt ab und zu mal vor, ne? Die flankieren wir, kommen. Komm, wir können noch eins näher ran, dann können wir vielleicht auch noch auf jemand anderem schießen. Ne, dann halt nicht. Komm, hopp, hopp, hopp. Wollen sie die Stadt haben. Ich muss den Leuten hier ein bisschen Fortschritt präsentieren. So geht das ja nicht. Selbst denen ihre Infanterie, ne? Die eigentlich auch nur Schützen sind, haben 2 Verteidigungen. Meine nur eine. So, wer ist das denn? Ja, ja. Also ich komme immer mit einem blauen Auge davon. Eigentlich ganz nett so. Ja, den brauche ich jetzt wirklich nicht. Nimm mal drauf. Und zack. Ein französischer Edelmann. So, jetzt aber, ne? Endlich. Endlich. Und nochmal 500 Morgen kassiert. So muss das. Schatzkarte gekauft. Nee. Ja, ich wurde befördert. Krasser Shit, ne? 7000 Gold auf meinen Kopf. Der ist einfach weiter nach unten gefahren. Das ist gut. Den schnappen wir uns jetzt. Lass mir ein bisschen reparieren. Ein bisschen was verticken. Das ist ja kaum was wert hier. Ich dachte, es wäre da hinten, deswegen habe ich gerade so verlegt. Aber das war er nicht. Ein neues Kriegsschiff ist aber ein billiges Kriegsschiff. Da ist er. Komm her. Baron Raimondo. Gedodged. Hier ist nicht so die Breitseite. Boom. Ich hau rein. Komm her. Komm her. So, Raimondo, reicht. Ich will meinen Opa wieder haben. Ja. Wahrer Meister des Schwertkampfes. Heurixwill. Könnte man schon jetzt schon finden. Aber wie gesagt, wenn wir die Karten nicht haben, ist der auch nicht existent. So Leute, ich will jetzt gar nichts mehr. Ich wollte jetzt für die Spanier arbeiten, ab jetzt. Ja, mein Rumpfschaden ist halt schon im Unendlichen, ne? Ja, fahrt weg, komm. Das Schiff verschwindet. Ich will der Stadt doch gar nichts machen. Warum hat Campeche jetzt schon so viele Truppen? Ich wollte Campeche jetzt zurückerobern. Flottenstatus. So, machen wir es als erstes mal. Wir speichern mal wieder so zwischendurch. Und als nächstes werden wir dann... Ja, endlich. Jetzt kommen die Spanier dran.
Und das machen wir, indem wir. Ist das eigentlich für eine Bestie hier, ey? Ist doch kein. Soll das ein Löwe sein, oder? Glaube, das ist Spanien, ne? Frankreich, England, Holland, Spanien. Jawohl. Wir sind hart angeschlagen. Aber ich kann auch nie im Leben so gut befestigt sein, das habe ich gerade erst eingenommen. Ja, klar, und neuer Gouverneur ist auch schon da. Komm immer rein in die gute Bude. Er ist wieder eins weniger geworden in dem Monat. Keine Ahnung, was da abging. Keine Ahnung, was da abging. Jetzt erstmal dieses fetten Klopses da hinten entledigen. Reparieren bitte, reparieren bitte, reparieren bitte. Dann zahlen die noch was für Kanonen, ne? Monate Nahrung reicht echt. So. Wir ja noch Beute auf die Schiffe aufladen können. Leider kein Kartenstück. Immer noch. Immer noch ein Kopfgeld. Könnten wir das Kopfgeld denn? Da unten ist eine Mission, ne? Fahren jetzt hoch und nehmen. Sind die Sachen zurück für Spanien? Glauben gar nicht, dass wir es angreifen wollen. Als ob! Nee, okay, ich fahr weiter. Achso, die greifen die Stadt an? Ja, die greifen die Stadt an. Da kommen spanische Truppen in der französischen Stadt an. Und dann werden die spanischen Truppen in der französischen Stadt vom spanischen Kriegsschiff angegriffen. Aufkommen. Nein, die Stadt sollst du angreifen. Macht er ja gerade, aber hey. Wie lange dauert denn dein Angriff? Wie lange dauert denn das? Kann man auch ankern? Jetzt kommen die mit Schiffen raus. Ich wissen, was da gerade abgeht. Ich werde es jetzt echt kurz beobachten. Habt ihr es jetzt bald mal? Also ewig warte ich nicht, ne? Zehn, neun, acht. Neues Kriegsschiff. Wir sind überall Franzosen. Neuer Gouverneur, neues Kriegsschiff, neues Kriegsschiff. Ich will wissen, wer Krieg hat. Frankreich mit jedem. Spanien also auch mit Frankreich. Zu schnell gegen den Wind, oder? Wir wollen ja auf jeden Fall mal den Spaniern gefallen.
Damit die Mannschaft sich auch freut. Ganz nach Havanna und dem Havanna zurück für die Spanier. Havanna muss einfach spanisch sein. Und immer schön dran denken, keine Spanier mehr angreifen. Ist nicht so happy. Leider, leider. Wir haben viel Geld, also wir könnten gut die Beute teilen. Unser Status hier kann auch noch ein bisschen Gold vertragen, ehrlich gesagt. Bei Land haben wir eigentlich schon viel. Muss man mal ausrechnen, wie viel. Wie viel ist denn ein Morgenland? Weiß ich gar nicht. Seid mal nicht so unzufrieden, Leute. Wir arbeiten jetzt für die Spanier, für die spanische Krone. Eigentlich kriegen bei mir immer nur die Spanier auf den Deckel, weil die halt so groß sind. Die anderen so klein. Eine Mission. Jawohl! Ach, schon wieder da unten, wirklich? Ah. Wie stark ist La Habana? Hoffentlich haben die jetzt nicht zu viele neue Truppen gekriegt. Nö, alles easy. Lasst mich euch angreifen. Ist auch gerade geendet hier der Status. Ich glaube, die waren mal reicher. Hoppala. Die Taste gedrückt halten, nicht so gut. Easy. Havanna für die Spanier. Die geben mir dann Titel. Titel, die ihr mir nicht mehr geben könnt, sonst wäre ich König bei euch. Ist ja schön, wenn man die Einheiten auswählen könnte irgendwie. Achso, das war jetzt auch nicht. Nur noch die habe ich ja schon gezogen. Na, okay. Da sind ja auch noch welche. Mehr als gedacht. Offiziere, Attacke. Ich schnapp euch die, sind schon angeschlagen. Stellen wir nach da. Obwohl die trotzdem so schräg wahrscheinlich angreifen werden. Ich hau die anderen weg, komm. Ihr da, greift die hier an. Warum steht der eigentlich noch, der einzelne Soldat? Was soll das denn bitte? Pum, 5% Schaden. Ja, okay, jetzt flankiert. Na, nicht mal flankiert, aber trotzdem. War klar, dass das passieren wird. Auf geht's. Der letzte rennt auch irgendwie komischerweise immer weg. Der wird nie ganz besiegt. Spanischer Vizekönig, bitte.
Eines Tages vielleicht zum Admiral. Nee, danke. Gern und zieht mir mehr. Soll ich das Logbuch eintragen? Tochter des Gouverneurs. Nehme ich doch mal mit. Schiffbauer, kann der noch etwas für uns tun? Reparieren, aber mehr auch nicht. Ah, wir haben uns wenigstens das Kopfgeld ist wieder weg. Ist das nicht schon mal schön, wenn wir kein Kopfgeld mehr haben? Müssen wir angreifen, bevor sie anlegen. Oh, da sind einfach gerade Truppen angekommen, gerade eben. Ah. Scheiße. Näher ran bitte noch. Und nämlich gegen den Wind angreifen. Egal. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Was war das denn? Die Ladehemmung. Oh, eine Kanonenkugel trifft uns, wir haben zwei Löcher im Segel. Kennt man ja. Oh, gegen den Wind geht wieder gar nichts. Dann versenken wir es halt. Obwohl, jetzt wird es wieder ein bisschen schneller. Wow. Gott, sie geben sich sowieso mit ihren 26 Leuten an Bord. Wie schön wäre, wenn man nicht so hinterher zuckern müsste. Der Wind, der ist echt nie so, dass man ihn braucht. Jawohl, wir denken, hier nimmt alles. Feldtruppen an die Stadt. Und wir könnten natürlich nochmal das Schatzkartenstück hier mitnehmen. Noch ein paar Männer anheuern. Dann denen den Zucker verticken. Dann das Schiff reparieren und aufrüsten kostenlos. Und dann davon segeln und statt angreifen. Oh. Die Schmuggler hauen immer ab, das ist ein Problem. Schmuggler, 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 Schmuggler. Das hätte ich sogar noch wert mit seinen paar Leuten da. Jawohl. Nehmt alles, jetzt greifen wir uns doch an, ja? 440 Soldaten. Okay, wir greifen die erstmal doch nicht an. Könnten aber Piraten nach Florida Keys schicken. Wisst ihr was? Genau das machen wir auch. Eine Invasionsstreit macht. Wo wollt ihr denn hin? Holländer angreifen? So geht's nicht, Franzosen. So geht's nicht. Ich werde auch nicht gegen die Engländer oder gegen die Holländer kämpfen. Ich werde einfach nur gegen Franzosen kämpfen. Für Spanien. Mehr werde ich nicht machen. Auch wenn man hier parieren spammt, ne, während er seinen Konter da macht, bringt das gar nichts. Oh. Im Ernst? Ey. Hey, warum ist der... Meine Güte, meine Güte. Komm her. So.
Irgendwie will sich lange keiner meiner Crew mehr anschließen, ne? Noch eine Invasionsstreit macht? Ist euer Ernst? Wir werden definitiv gleich bei den Spaniern befördert. Diesmal bald die Fregatte und verkaufen sie einfach. Ja, das ist doch dieselbe! Wenn das Schiff versenkt, dann bleiben die einfach, oder was? Ist schon beschädigt sogar. Komm her! Nicht, ey. War anderer Captain. Ja. Mit dieser Tour kann man trotzdem schneller sein, irgendwie. Jawohl. Halten nimmt alles. Dann verticken wir sie. Ups. Wir gehen uns jetzt mit allem an, weil jetzt bei den Spaniern hoch im Kurs zu stehen, ist das nächste große Ziel. Parallel zu unserem Opa, den wir retten müssen. Komm her. Also nicht. Kaufen wir alles in Spanien. Spanien, La Habana. La Habana. Schweren Invasionsstreit macht. Wie viele haben die denn? Und das Kaperschiff, okay. Captain Florida Keys. Ich hab schon gedacht, ich hab verklickt. Gerne, dann sehen wir doch mal ein bisschen mehr. Ja, wunderbar. Gold gibt's doch gar nicht. Doch dein Florida Keys. Leute, ich brauche ein paar mehr Leute. Was verkaufe ich nicht bei euch? Bei Leuten, die das wertschätzen. Das alles repariere ich auch bei Leuten, die das wertschätzen. Alter, was wäre denn da hinten rum? Freibeuter ohne Ende. Oh, bitteschön. Gouverneur. Ne? Eines Tages werde ich vielleicht zum Admiral befördert. Boah, die sind echt noch sauer. Gran Grenada. Ach, das ist auch mitten auf dem Land, ne? Was? Ich habe noch nicht mit der Dame geredet. Der ist immer noch da unten. Tut mir leid, sind komplett. Die Leute mucken schon. Achso, reparieren ist ja noch gar nicht kostenlos. Also auf. Das vergesse ich ganz gerne mal. Mit den Händlern Handel treiben. Die können wir jetzt verkaufen. Wunderbar. Jetzt mal ehrlich, also die Beförderung müsste eigentlich langsam mal sicher sein. Wir schon alles getan haben für euch. Wir machen uns auf den Weg zum Baron Raimondo und greifen jeden an, der kein Freund der Spanier ist. Die örtliche Bürgerwehr abgewehrt. Haben wir hier noch irgendwelche Infos? Also, ja. Vor kurzem da, naja, ist auch schon ein Weilchen her. Weißt du was, den bringen wir nach Havana. Wenn er dahin will, bringen wir ihn dahin. Ich meine, der Baron ist immer noch so weit weg und da müssen wir auch wieder zurücksegeln. Ah. Der könnte auch ruhig mal zu uns kommen, der Baron. Kommen wir an so einem Piratennest vorbei. Ich nehme an, dass sie da drin. Jo, da kommt ja schon der Piratenfreibeuter. Vielleicht zwei, super. Piratenbrick, war mir klar, dass es zwei zusammenhängende sind.
Verkauf eure Schiffe, ihr scheiß Piraten. Wir bringen den Gouverneur jetzt rüber, ob ihr wollt oder nicht. Zwei Piratenbricks und neuer Gouverneur, also da muss die Beförderung ja wohl drin sein. Piraten sind immer schön neben mir Entermesser. Ah, ich habe nicht auf Zeit geachtet. Und diese Konter-Moves. Auf geht's. Piraten haben Havanna angegriffen. Natürlich nicht so gut. Vielleicht sollten wir auch mal die Beute teilen. Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen, ne? Ja, das mache ich noch und dann. Hopp, 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 hopp. Jawohl, blühendes spanisches Dorf. Gott, oh Gott. So, Gouverneur, ich habe dich hier gerade eigenhändig hingebracht. Nicht mehr lange und ihr werdet zum Admiral befördert. Oh, dein Ernst? Willkommen an Bord, Jungs. Florida Keys angegriffen. Beschütze sind viel wert. Gut. Das ist gut. Eigentlich die ganze Nahrung her, alles für den Piraten oder was? Ich bin pleite. Kaufen. Kaufen. Wenn wir jetzt Florida Keys angreifen, haben wir noch ein paar mehr Leutchen, um die Beute zu teilen demnächst. Aber das erfahren wir alles erst in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin.